So, dann wollen wir doch mal da runter gucken. Eine Zwergenbinge. Finsterkoppenbinge. Oh. Damit hätte sie das erledigt. Gwendolyn darf wieder nach vorne. Und Schlossknacken. Oh, das sind wohl so eine Art Feuerschalen. Und da kommt wohl der Schlüssel rein. Ein leises Klicken bestätigt, dass das Schloss entriegelt ist. Gleichzeitig rastet der Schlüssel im Schloss ein und lässt sich nicht mehr bewegen. Okay. Beinahe geräuschlos leitet der rechte Flügel nach innen auf. Dann ist erneut ein leises Klicken zu vernehmen und der Flügel bewegt sich wieder auf euch zu. Leise schließt sich der Portalflügel vor euch mit einem Klick. Verriegelt sich das Schloss und gibt den Schlüssel wieder frei. Oh, Moment mal. Schlüssel drehen, Klick, Schlüssel lässt sich nicht mehr bewegen. Tür geht auf. Klick, Tür geht wieder zu. Klick, Schlüssel wird freigegeben. Das heißt, wir müssen einen von unseren Leuten hier lassen. Nö, wir haben immer noch Talana, die kann sich doch einfach rausteleportieren. Und den Rest einfach mit. Nö, dann betreten wir alle einfach die Binge. Ja. Wieder rastet der Schlüssel im Schloss ein und der rechte Flügel gleitet nach innen auf. Schnell schlüpft ihr durch die entstandene Lücke, als ihr das Portal auch schon wieder hinter euch schließt. Sehr vertrauenserweckend. Also wir sind jetzt theoretisch eingesperrt. Praktisch müssen wir mit dem Transversalis einfach wieder hierher kommen können. Sehr gut. Dann gucken wir uns doch hier mal um. Erstmal das Skelett da. Ein Skelett liegt direkt vor dem Hauptportal. Der Verwesungsgeruch ist längst verflogen. Außer ein paar Knochen und einer kleinen Ledertasche ist nichts von dem Toten übrig geblieben. Wollt ihr das Skelett untersuchen, die Tasche inspizieren oder Boron lassen, was des Borons ist? Wir haben uns schon so oft mit Boron verscherzt. Also Leichen unterwegs geplündert, die wir gefunden haben. In dem einen Kerker haben wir auch was an uns genommen. Und wir haben im Fexenstempel den Boron-Bereich quasi entweiht und gegen die Untoten gekämpft. Obwohl das ja wiederum Boron gefällig wäre. Aber nein. Wie auch damals ist es momentan wichtiger, dass wir unsere Queste erfüllen. Und wenn die Leiche irgendwelche Hinweise dabei hat, die wir brauchen, dann geht es halt nicht anders. Wir untersuchen die Tasche. Die Tasche ist besser erhalten als der Besitzer. Ihr findet ein leeres Fläschchen und ein Fetzen Pergament. Wir nehmen das Pergament mit. Ach so, das Pergamentfetzchen ist nicht in der Flasche. Ich dachte schon, wenn wir jetzt vielleicht den Fetzen nehmen, würde er zerbröseln. Wenn wir die ganze Flasche mitnehmen, hätten wir wenigstens den Fetzen in der Flasche, aber es sind wohl zwei verschiedene Sachen. Dann das Pergament. Okay, das Skelett. Außer den Knochen und besagter Ledertasche könnt ihr nichts finden. Dann eine leere Flasche können wir auch da lassen. Wir lassen Boron, was des Borons ist. So, und was ist das jetzt für eine Notiz? Ein Runendokument. Das kriegt doch mal Talana. Oder Terek eher. Der wird wohl Zwergisch besser verstehen. Im oberen Teil sind völlig fremdartige Runen aufgemalt. Darunter befindet sich eine Schrift, die dem Neuaventurischen zumindest ähnlich ist. Wollt ihr versuchen, die Schrift zu entziffern? Nein. Jedenfalls nicht Terek. Talana, du machst das mal. Ja, wir wollen es entziffern. Offensichtlich sind die Notizen in einer Sprache verfasst, die dem Aventurischen recht ähnlich ist. Es gibt zwar eine Reihe von Übersetzungsproblemen, aber nach einer halben Stunde habt ihr es endlich heraus. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Ingrim, nimm das Feuerlicht und begleite unsere Schicht. Ach, das ist so eine Art Minenlied. Denn dem Schmied der Schmiede nun. Denn dem Schmied der Schmiede nun wollen wir das Tagwerk tun. Nur des Gottes Hammerschlag Ende unseres Ar Ende unseren Arbeitstag.
Das wird nicht unbedingt nur metaphorisch gemeint sein. Alle Räder stehen still, wenn ein armer, starker Arm es will. Also wenn wir irgendwo eine Statue sehen, die den Arm erhoben hat, sollten wir uns diesen Zettel hier wieder angucken. Nur des Gottes Hammerschlag ändere unseren Arbeitstag. Also ich stelle mir gerade eine Statue vor, mit einem Hammer in der Hand und gegenüber ist ein Gong. Und durch irgendeinen Mechanismus schlägt der Hammer gegen den Gong und dadurch ist die Schicht dann vorbei. Ja, das behalten wir mal im Auge. Zurück. Also gut, dass wir uns den Kerlchen hier angeguckt haben. Aber erstmal weiter. Da eine Tür und hier keine Tür. Also erstmal keine Tür. Das ist wieder so ein Kohlebecken. Oh. Hallo? In einer breiten Nische ist ein Ingram-Bildnis von etwa 2,5 Schritt Größe in die Wand eingemeißelt. Wollt ihr das Bildnis untersuchen? Ja. Zweifelsohne ein solides Kunstwerk. Derek? Gleich eine Etage tiefer. Derek, guck dir mal das Gesicht an. Zweifelsohne ein solides Kunstwerk. Also selbst die Zwergennase hat er nichts entdeckt. Na gut, dann halt zur Tür. Schloss knacken. Gleich noch eine Tür und ein Gang. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir haben noch jede Menge Spielraum. Also gucken wir erstmal nach Süden den Gang runter. Ich öffne Türen immer nur ungern, wenn ich nicht weiß, was sonst noch so in der Nähe war. Noch eine verschlossene Tür. Noch eine verschlossene Tür. Das wird definitiv länger dauern. Okay, zurück zum Anfang. Und erste Tür öffnen. Das müsste hier gewesen sein. Ja. Schloss knacken. Gleich wieder eine Tür und noch eine Tür. Wie viele Dietriche haben wir dabei? 2. Okay. Also ich denke mal, die werden nach und nach kaputt gehen, wenn das so weitergeht. Aber dann haben wir immer noch Talanas Fuch am Ende, das passt schon. Wir halten uns also erstmal rechts an der Wand lang. Schloss knacken. Oh, da geht's nach oben. Das sollten wir kurz auf der Karte vermerken, indem wir ein bisschen näher rangehen. So, da geht's nach oben. Also, der Ausgang. Denn es ist vielleicht doch kein Einmalweg gewesen. Macht dann aber nicht besonders viel Sinn, so einen komischen Mechanismus dann dahin zu setzen, oder? Na gut, die Treppe merken wir uns erstmal. Wir wollen aber erstmal diese Etage zu Ende erforschen. Schloss knacken. Noch eine Tür, noch ein Kohlebecken, noch eine Tür. Trotz anstrengender Versuche gelingt es Quinn nicht, das Schloss an der Tür zu knacken. Okay, nochmal. Kisten. Wie war das? Die Diebe werden vom Berg verschlungen werden oder so? Aber wir haben einen Auftrag. Wir müssen den Salamanderstein finden. Also gucken wir da mal rein. Ja, es ist zwar kein Salamanderstein, aber wenn es die Dinger sind, die ich denke, dass sie sind, die kenne ich nämlich aus dem dritten Teil, dann haben wir gerade den Jackpot gefunden. Dokument nehmen wir auch mit. Der Rest kann erstmal drin bleiben. So. Und ja, das sind definitiv die Teile, die ich kenne. Sehr schön. Gerugon, zieh das mal an. Klick. Körperkraft steigt um 5 Punkte. Sauber. Und davon gleich 2 Stück. Das ist der Hammer-Trick. So. Jetzt können die beiden Jungs definitiv Schuppenpanzer tragen, noch und nöcher. Sehr schön. Dokument. Dokument. Drinne Glück. Oh, warte mal. Da fehlen doch nur die Vokale. Darkenbeard belagert nun Lovang. Jedoch. Das ist irgendein Eigenname, das ist egal, wie der heißt. Belagert nun Lovang, jedoch... Nun?
Ausgang findet ihn und ihr kommt ungeschoren aus der besetzten Stadt des Krieges. Singen? Jedoch nun singen. Na gut, es kümmert sich auf jeden Fall. Also es kümmert unsere Helden recht wenig, denn wir wissen ja schon, wie wir aus Lovang rauskommen. Dafür haben wir einen Schlüssel. Aber gut, was haben wir hier? Noch mehr Kraftgürtel? Keine Kraftgürtel, aber auch nicht schlecht. Die Elixiere sind richtig was wert. Ein starker Heiltrank ist immer schön. Hylaila Feuer sind quasi Brandbomben. Und die Rezepte dafür auch noch. Sehr schön. Die Rezepte kommen gleich mal zu Talana. Ach ja. So. Da. Also Tirik wird ganz schön murren und knurren. Auch wenn so ein Kraftgürtel das Ganze natürlich etwas relativiert. Aber dass seinem Gott jetzt so viel hier gestohlt wird, das ist... Aber es ist ja für eine gute Sache. Und das wird das Ganze schon irgendwie mindern. Also ja, das war ein schöner Raum. Gucken wir mal hier rein. ja, wir müssen hier noch den Salamanderstein gucken und so. Alchemie-Set, Kristallkugel. Das Alchemie-Set nehmen wir mit, die sind recht teuer. Kristallkugel kann auch nicht schaden. Robe könnte magisch sein. Die Dolche können wir auch mitnehmen. Die Flasche bleibt da und das Dokument schauen wir uns mal an. So, Probe. So. Das Hemd kann weg. Jo. So, das ist das alte Dokument, oder? Ja, da ist das neue. Seekniffelnigen Stadt. Oh, ist einfach nur verdreht. Oder? Knien. Ökne, Kreges, Sulfre, Bünne. Nee, komm. Das gibst du mal bitte, Talana. Ich sagte, das gibst du. Das gibst du bitte, Talana. Den Mengbila auch. Den kann sie gleich mal identifizieren. Vulkanglasdolch auch. So. Das andere Dokument auch. Das heißt, sie hat jetzt das Runendokument. Und vielleicht kann sie mit dem Runendokument ja das andere da. Nö. Das ist die Lovang-Geschichte. Und auch sie kann da nichts entziffern. Nie ein... Ist... Nö. Keine Ahnung. Tirik? Das untere? Ja. Tirik, du mal drauf. Ist das irgendwas, was du kennen könntest? Nö. Ah. Okay. Also das erste Dokument konnten wir noch einigermaßen entziffern, aber das da... Was haben wir hier drin? An der stabil gearbeiteten Truhe hat der Zahn der Zeit kräftig genagt. Das Holz ist ziemlich verrottet, nur das eingelassene Schloss macht noch einen halbwegs soliden Eindruck. Wollt ihr die Truhe öffnen? Ja. Mit einem lauten Knarren verkantete das Werkzeug sich im Schloss. Als Gwendel fluchend daran rüttelt, hält sie plötzlich das Schloss mitsamt Bügel in den Händen. Die Dietriche sind wohl verloren, aber wenigstens ist die Truhe offen. Die Truhe ist über und über mit verrottetem Lumpen und verrostetem Plunder gefüllt. Plötzlich schreit Quellen laut auf und zieht ihre Hand ruckartig aus der Truhe. Ein rostiges Tellereisen umschließt das Handgelenk. Nachdem ihr es vorsichtig entfernt habt, beginnt die Hand anzuschwellen. Also ein Tellereisen ist quasi eine Bärenfalle.
Nur halt kleiner. Gwendolins Fingerfertigkeit sinkt um 4 Punkte. Nein. Verbissen beginnt Gwendolin erneut in der Truhe zu wühlen. Ja, so ist's richtig. Feuerpulver. Oh, das klingt schön gefährlich. Und ich muss sofort an die Kohlebecken denken. Dies ist Feuerpulver. Gewicht 5 Unzen. Okay. Also ja, hier standen überall diese Kohlebecken rum. Vielleicht müssen wir entweder alle davon anzünden oder an bestimmten Stellen Kohlebecken anzünden. Könnte irgendwas mit den Schichten zu tun haben. Also ein Gong schlagen, Feuerbecken anzünden und dann geht irgendwas auf, wo denn die Zwerge normalerweise hätten hingehen sollen. Aber ja, doch, sehr interessant hier unten. Und keine Gegner. Das heißt, es geht wirklich momentan nur darum, die Rätsel zu lösen. Und das ist doch schön. Aber speichern wir erstmal ab. Neu, ja. LP 070 und bis gleich.